Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hill, also Headed Loose. Wir spielen heute auf dem Kampfschweine-Oink-Server, Raybane's Oink. Die haben verschiedene Server, nur für den es interessiert. Wir spielen gerade Trill, und zwar auf der deutschen Seite, Achsenmächter. Sturmsoldat ist nicht immer das Beste. Ich rechne aber mit einem coolen Statue-Play. Das hoffe ich zumindest. Was haben wir denn? Na, Geschützstellung ist ziemlich beschissen, weil wir den Fluss überqueren müssen, die anderen nicht. Riesenproblem. Wenn die Gegner ein bisschen spielen können, haben wir keine Chance. Wenn die Gegner nicht spielen können, dann wird es eine gute Runde. Das sind die Möglichkeiten, die wir heute haben. Jetzt entscheidet sich eigentlich, ob hier eigentlich... Es müsste nur ein LKW durchfahren mit einem Rocket Launcher oder generell zwei Raketenboys. Machen sie aber seltenst. Wie viele LKWs fahren durch? Wirklich nur einer. Und wir cappen. So, ich bin hier runter. Ich auch noch 1-0. Uiuiuiui. Wird sich jeden Moment ändern. Vielleicht wird es 1-1 stehen. So. Map ran. Hier müsste auch gleich einer kommen. Deswegen schieße ich nicht weiter mit drauf. Push mal kurz rein. Bei mir kommt der nächste LKW. So, dann werfen wir mal kurz eine Nadebo. Oh, unter mir. So, jetzt müssen wir kurz hochpushen, weil die einen OP gestellt haben. Ziemlich sicher zumindest. War ganz gut. Guter Start. Neben mir ist ein LKW, ist leer. Dürften alle rausgeschossen worden sein. So. Gehen wir einen Blick auf den Panzer. Irgendwas ballert hier rein. Ja. Schießt doch einer, oder? Da müsste ungefähr Panzermark stehen. Oder kommt jetzt hier? Ping. So, Aufklärungstank. Du müsst ja auch in Angriff gar nicht stehen. Ein bisschen dahinter. So. Kurz Plank laufen. Hab ich. Kurzen Stimmbruch mitnehmen. An. Ortsfrech. So, jetzt gehen wir mal kurz ins Gebüsch. Machen wir kurz den André. Ich versuche natürlich an die Garni ranzukommen. Wird extrem schwierig. Wenn nicht sogar unmöglich. War eigentlich nur die Position. Da ist es sogar. Fullspawn durch. Kurzes Träumchen. Habt ihr Angriff gar nicht? Uiuiui. Haben wir auch. Eieieiei. Schöner Start. War ein guter Start. Können wir so mitnehmen. Magazin haben wir noch. Ist mir über ein halbes. Frage ist halt, wo bauen die ihren
Nächste Garni. Okay, ist heiß. Wahrscheinlich aus Ost. Jetzt hier hochhüpfen. Ich lasse hier den nächste Garni hochziehen. Und sag mal wenig. Gucken wir mal, ob man den kleinen Tank rankommt. Das wäre ziemlich geil. Wäre dann wirklich ein super Opener gewesen von mir. Tja, da wollte ich zu viel. Den rechts habe ich nicht gesehen. Wer hat da gecampt? Es war Bixi Bixen. 20 Kills in den ersten paar Minuten. War ganz solide. Kann man eigentlich mitnehmen. So. Haben wir eigentlich wirklich alleine gespielt? Ein Team? Hinten, einsam und alleine. Gut. Lederzwerg, kannst du einmal Supplies mitbringen? Für die Questmarker? Immerhin. Da Denk muss ich auch durch. So. Eine starke Gegenangriffsgarni ist natürlich wichtig. Ich hoffe, dass mein Sturmsoldat frei bleibt. So. Und. Zack. Machen wir das doch ganz sexy. Eins. Zwei. Dass jeder, der was braucht, auch was erhält. So, wo ist Bixi Bixen? Der Brechdachs schießt schon auf mich. Das heißt, wir laufen rechts lang. Die Smile ist natürlich jetzt mittlerweile eine richtig geile Waffe geworden. Seit dem vorletzten Patch, glaube ich. Macht sogar fast Spaß, Briten zu spielen. Neben mir fährt ein Tank. Wäre Sturmsoldat gewesen, könnte ich ihn jetzt rausnehmen. Ja. So halt nicht. Hinten der Supply Truck. Wir stehen von hier aus. Die Antwort ist nein. Weil ich zu schlecht bin. Naja. Jo, MG-Spieler sind das letzte. Prima, ein Sturmsoldat wenigstens wieder. MG-Spieler gehören wirklich. Es gibt drei Arten von Hallelu-Spielern, die einfach aus dem Spiel entfernt gehören. Ich bin immer noch der Meinung, MG-Spieler oder generell MGs gehören pro Team limitiert. Das ist meine Meinung, vielleicht auf 5 Stück. Oder machen wir 6. Machen wir notfalls 1, 2, 3, 4, 5, 6 MGs nebeneinander pro Sektor packen kann. Und dann ist gut. Aber das Problem sind die vielen, vielen, vielen MGs. Gegner vor allem westlich, OP. Okay. So. Sehen wir doch nicht. Ich sehe ihn nicht. Wollen wir eigentlich einen Tank holen? Ich will gar nicht wissen, warum wir hinten gekämpft werden können. Ich will es eigentlich wirklich nicht wissen. So. Die werden wahrscheinlich eiskalt hier reinlaufen. Oder hier. Gerade leuchten sie. Das ist keiner. Oben kommt einer. Das war auch der Kopf. Den haben wir entdeckt. So. Wer schießt denn hier auf mich? An der Trauerweide. Smurf. Rechts von dir. An der Trauerweide rechts von dir ist einer. Ich guck. Doch, das ist halt. War das Bixi Bixen? Das ist Hallelu's seit längerem geworden. Es ist leider nur noch hartes Campen. Sehr leider. Ja. Ja. Da werfen wir jetzt auch einfach eiskalt in den Scheiß auf alles andere. Den holen wir uns. Kriegen wir den Kill? Kriegen wir den Kill? Ja, immer noch da, wirklich. So rotzfrech am Campen. Kann man mal kurz rüberspringen. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen. Wegen der Brücke. Die
Waffe holen. Wenn man die gar nicht markiert, ach, vielleicht kannst du wegballern. So. Ah, die sind da in der Form. Bunny ist weg. So, die werden wahrscheinlich eine Backup-Garni haben. Aber da sie sich stark in Richtung Ost aus leben lassen, deswegen gehen wir einfach mal Richtung West. Laufen einen kleinen Flank. Wir cappen zwar schon. So. Ich überlege es nur noch, einen Ticken weiter zu laufen. Dass wir hier so lang laufen. Wenn die hier die Garni hatten. Können die erst hier hinten wieder eine Garni haben. 200 Meter Abstand. Sollte man vielleicht sogar hinbekommen. OPs können natürlich mehr dazwischen sein. Das ist unser Puma. Den kriegt man hin. Warum smokt ihr? OP steht neu. Warum smokt ihr? Leisten erstmal ab. Und gleich nochmal das Geräusch. Nö. Die hatten keinen Bock, ordentlich zu verteidigen. Ich habe nicht gesehen, wer geschossen hat. Richtig. Ich habe gerade ein Bein gesehen. Ich habe ja noch jemanden schießen gehört. Leider sehe ich nichts. Wir hatten so einen schönen Start. Dann hört so schnell auf. So. Tank neben mir. Vorräte sind alle okay. Nee, mit dem Truck. Ist schon raus. Das heißt, wenn hier ziemlich sicher ein OP haben, da ist doch einer geblitzt. Ich habe hier ein Blitzen gehört oder gesehen. Schöner Schuss. Aber trotzdem Vorrede, ne? Wir sind aber. Naja, die könnte ich eigentlich abbauen. Könnte aber auch lassen. Train Prey. Habe ich bei CSGO gelernt. Ist auch noch der nächste Cap, um Gottes Willen. So. Ist da oben der? Oh. Da lag auch noch ein Busch. Den Kopf habe ich jetzt ganz zuletzt gesehen. Es war niemand, den man schon getötet hat. 17 Minuten sind fast rum, 27 Kills ist eigentlich bisher. Die Arti muss weg. Ist ja eigentlich ganz gut, wir haben einen schönen Angriffsgarni, passt auch. Wir sind eigentlich in einer Vorwärtsbewegung. Weil das Gegnerteam auch nicht super kacke ist. Hm? Ich meine, wir haben die Landwurstjäger, nicht die Gegner. Gut, wir haben Phoenix. Kann man machen. Nicht. Nicht so viel rumkämpfen. Einfach mal Shift B drücken. Eine Kugel hat er zumindest gegessen. Ja, man kann einfach ins Hardcap reinlaufen. Das passiert kein. Ich weiß bis jetzt nicht, wo es ein B war. Über Trauerweiden ist immer ein beliebtes Spiel. Lebst denn du noch? Dann kann ich auch. Ich hab ihn ja gar nicht so zerstört. Im Point. Im Point? Macher.
Okay, die Garnis hat sich auf der anderen Seite erwartet. So, nochmal kurz nachladen. Will ich jetzt einfach reinrennen? Schon, oder? So, es steht 2-1. Wenn rein gehört. So, haben wir 3 weg. Jetzt halt aufpassen, dass unsere Beine nicht durchglitschen. Das ist jetzt ein bisschen immer ein bisschen eine Kacke. So, ist hier noch einer? Eigentlich nicht, ne? Einfach reinsprayen. Ich hab grad höchste FPS einbrüche. Das könnte auch gleich schon wieder gewesen sein. Das war wirklich quickie. Ich guck eigentlich nur, ob hier noch ein OP vor mir ist. Unwahrscheinlich ist es nicht. Ja. Da muss noch irgendwo ein Spawn sein. Mitten auf der Blumenwiese. Ja, ich krieg direkt auf uns zurück. Halten bin Full Spawn. Den machen wir gut hier. Ist auch weg. Sehr gut. So. Ist mir noch irgendjemand, der mich nervt? Oben ist der Tank. Fahr doch nicht zurück. Das Problem ist, dass, dass wir jetzt nicht mehr ankappen, dass sie im Mittag spawnen können. Der Tank hat mich auf jeden Fall gesehen. Das wird jetzt nichts. Kann ich auch kurz eigentlich Ball flach halten? Ja. Da ist auch einer gesteppt. Ich will eigentlich nur den Spawn abfahren. Ich muss eh ein bisschen Zeit totschlagen, weil der Tank sich komplett noch auf mich fokussiert hat. Hier ist ein OP. Dann können wir uns um den kümmern. Wir haben einen Schützen westlich vom OP. Da Artin knapp neben mir einschlägt, pushe ich da einfach mal durch. Da muss ich jetzt aber ganz ruhig bleiben, sonst gehe ich nach hinten und töte meinen eigenen Arti-Schützen. Wollen wir mal aufs Level gucken, was der untalentierte Pimmel ist? Unsere Arti muss weg. Ich finde ihn gleich gar nicht hier. Level 17. Naja. Naja. Oh, wir sind fast mit der Marku. Das ist natürlich kritisch. Uiuiui. Surfmarker ist viel los. Meinst du, der haben HQ? Ich vermute fast ein OP auf der anderen Seite von mir. Mach ich eigentlich ganz gut durch. Ja. Spiel, danke.
Oh nee, das war doch mein Kill. Die Spieler? Tatsächlich. Panzer fährt mit Akku los. Nochmal kurz hinlegen. Ach, wir cappen sogar schon. Ja, dann ist ja alles entspannt. Ich dachte, wir sind in Gefahr. Aber scheinbar nicht. Der Denk wird mich sowas von gesehen haben. Ne? Dann machen wir jetzt die Core-finale Taktik gegen. Wen haben sie mal gespielt? Schon wieder vergessen. Auf jeden Fall wurde da fleißig gekocht. Und zwar immer von den Spielern, die die größte Fresse hatten. Fährt über mich drüber. Das ist so einer. So. Der Tank Yolo auch nochmal rein zum Abschluss. Festgefahren. Wir werden den Kill wahrscheinlich nicht mehr sehen. Von diesem Tank. Aber man kann es ja wenigstens nochmal ranmachen. Schade. Schade. War ein kurzer Quickie. War eigentlich ganz nett. Geht schlimmer. Was haben wir? 25 Minuten, 51 Kills. Ja, GG, Leute. Das schaffen viele Spieler nicht in 90 Minuten. War eine okay Runde. War okay. Der Start war halt, der hat mir wirklich gefallen. Der war äußerst schmackhaft. Ich glaube, wir haben auch 3 gar nichts zerstört, wenn ich mich recht entsinne. Geworfene Granaten, auch nur 3 zerstörte Garnisonen, 3 zerstörte Außenposten, 3. Boah, war gut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Brauche ich nicht mal Karten, 22 Minuten. Und bis vielleicht nie wieder.